Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Häkleleitung. Heute gibt es wieder ein Klorollenhut. Genau, es gab ja vor 2 Tagen schon eins. Da war es ein rosaner Hase. Und heute gibt es hier diesen Küken. Genau, ich zeige dir jetzt noch eben, welche Wolle ich benutzt habe, welche Häkelnadelstärke und wünsche dir ganz viel Spaß beim Nachhäkeln. Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich? Warum bin ich so fröhlich war ich nie? Dann erzähle ich euch was zu Wolle und zu Häkelnadelstärke. Ich benutze 100%ige Baumwolle. Schwarz, rosa und gelb habe ich jetzt schon gemacht, aber das ist das, was ich verwende oder benutzt habe. Ich benutze eine Häkelnadelstärke von 3,0, passend zu meiner Wolle. Ihr könnt natürlich jede andere Wolle nehmen, die ihr so zu Hause habt, auch jede andere Farbe. Wichtig ist jedoch dabei, dass ihr die passende Häkelnadelstärke zu eurer Wolle habt, damit das Ergebnis dann am Ende auch hübsch ausschaut, also nicht zu locker oder eben auch zu fest. Genau, gleich im Video zeige ich dir erstmal, wie ich das hier mache. Und das siehst du aber gleich in einem rosa Ton. Genau, denn ich hatte vorher ein Häschen gemacht, ein Hase. Und dachte mir, gut, dann brauchst du das Ganze nicht nochmal extra filmen. Ist ja dieselbe Häkelanleitung. Und dann geht's aber dann weiter mit dem Gesicht. Dann würde ich sagen, es geht los. Und zwar fangen wir mit einem magischen Ring an. Genau, den könnt ihr so mal, wie ihr den gelernt habt oder wie ich es mache. Ich nehme den Faden, wickel den zweimal um den Finger, gehe dann mit meiner Häkelnadel hier durch und entnehme es und dann habe ich hier meinen Ring, womit ich arbeiten kann. Genau, also ist ja für Anfänger, also hier nochmal den Faden zweimal um den Finger mit der Nadel dadurch es entnehmen und dann haben wir hier den Ring. Genau, dazu gibt es aber auch ein ausführliches Video zu. In meiner Playliste findest du es. So, in diesem magischen Ring häkeln wir 6 Maschen. Also das ist jetzt Nummer 1. Ne? Wir machen noch eine Masche. Das ist die Nummer 2. Also wir gehen in den Ring, holen den Faden, dann von hier oben mit den Faden durch die 2 Schlaufen. Das war Nummer 3, Nummer 4, Nummer 5 und die Nummer 6. Ich häkle in Spirale, das heißt, ich gehe hier direkt in die nächste und häkle da direkt weiter. Ziehe das Ganze zusammen. So, das war die erste Runde. In der zweiten Runde werden wir jede Masche verdoppeln. Wir haben aktuell 6 Maschen und dürften gleich, wenn wir am Ende angelangt sind, insgesamt 12 haben. Wir gehen in die erste, machen hier unsere Nummer 1 und die Nummer 2. Dann nehmen wir die zweite Masche. Hier machen wir unsere Nummer 3 und unsere Nummer 4. Wir gehen in die dritte Masche. Hier kommt die Nummer 5. Ups. Und die Nummer 6. In die vierte Masche die Nummer 7 und die Nummer 8. In der fünften Masche machen wir unsere Nummer 9 und die Nummer 10. Und jetzt gehen wir in die letzte, in die sechste. Und hier machen wir Nummer 11 und die Nummer 12. So, jetzt können wir das Ganze hier nochmal enger schließen. Und nun schaut das Ganze so aus. So, jetzt nehmen wir uns einen Markierungsfaden. Da braucht ihr ja nicht Markierungshilfe. Da braucht man nicht extra was kaufen. Da kann man sich einfach so ein Stück Faden in einer anderen Farbe nehmen. Und das hier reinlegen, das erwähne ich ja auch immer sehr gerne. So, das war jetzt Nummer 2 gewesen. Jetzt kommt die Runde Nummer 3. In der dritten Runde verdoppeln wir jede zweite Masche. So, in der dritten Runde verdoppeln wir jede zweite Masche. Wir gehen hier in die, also wir haben aktuell 12 und dürfen gleich, wenn wir in unsere Markierung wieder angelangt sind, insgesamt 18 Maschen haben. Also wir gehen hier in die erste, häkeln eine feste,
Dann gehen wir in die zweite und hier machen wir zwei hinein. Also in jede zweite machen wir zwei hinein. Dann wieder die erste nur eine und in die danach wieder zwei. Abwechselnd bis zur Markierung. So, nur eine und dann wieder zwei. Dann wieder nur eine und dann wieder zwei. So, einmal müssen wir das Ganze noch, also wieder eine. Und hier, das ist die letzte, in die letzte, da machen wir wieder zwei hinein. So, Markierungsfaden holen wir raus, legen wir hier oben hin. Jetzt kommt die Runde Nummer 4 und in der vierten Runde verdoppeln wir jede dritte Masche. Wir gehen hier in die erste, machen, also wir haben aktuell 18 Maschen und dürfen gleich, wenn wir hier wieder angelangt sind, insgesamt 24 Maschen haben. In die erste machen wir eine, in die zweite machen wir eine und das ist die Nummer 3, da machen wir zwei hinein. In die erste machen wir eine, in die zweite machen wir eine und in die dritte, da machen wir wieder zwei hinein. Jede dritte wird verdoppelt. Einmal komplett bis hier vorne hin und dann sehen wir uns gleich mit insgesamt 24 Maschen. Das mache ich jetzt allein, sonst wird dieses Video am Ende einfach viel zu lang. Nun haben wir 24 Maschen. Markierungsfaden wieder nach oben holen. Jetzt kommt die Runde Nummer 5 und in der fünften Runde verdoppeln wir jede vierte Masche. Wir haben 24 Maschen und dürfen gleich, wenn wir hier oben wieder angelangt sind, insgesamt 30 Maschen haben. Wir gehen hier in die erste, machen eine feste, wir gehen in die zweite, machen eine feste, wir gehen in die dritte Masche, machen eine feste Masche und jetzt kommt hier die Nummer 4. Da machen wir zwei hinein, denn diese wird verdoppelt. Und das wieder bis hier vorne hin und dann sehen wir uns gleich mit 30 Maschen. Wir haben 30 Maschen, Markierungsfaden nach oben. Jetzt kommt Runde Nummer 6. In der sechsten Runde verdoppeln wir jede fünfte Masche. Wir haben aktuell 30 und dürfen dann gleich, wenn wir hier wieder angelangt sind, insgesamt 36 Maschen haben. In die erste eine feste, in die zweite eine feste, in die dritte eine feste, in die vierte eine feste und jetzt kommt die Nummer 5. Hier machen wir zwei hinein, denn jede fünfte Masche wird verdoppelt. Das wieder bis zur Markierung und dann sehen wir uns gleich mit 36 Maschen. Wir haben 36 Maschen, Markierungsfaden nehmen wir nach oben. Jetzt kommt Runde Nummer 7. Wir verdoppeln jede sechste Masche. Und dürfen dann gleich, wenn wir hier wieder angelangt sind, insgesamt 42 Maschen haben. Wir gehen in die erste, machen eine feste, in die zweite eine feste, in die dritte eine feste, die vierte eine feste, in die fünfte eine feste und die Nummer 6. Da kommen zwei hinein. Also jede sechste wird verdoppelt. Genau, bis zur Markierung. Nun haben wir 42 Maschen. Markierungsfaden nehmen wir nach oben. Jetzt kommt Runde Nummer 8. In der achten Runde verdoppeln wir jede siebte Masche. Und wenn wir hier oben wieder angelangt sind, dürften wir insgesamt 49 Maschen haben. In die erste eine feste Masche, in die zweite eine feste Masche.
feste, in die dritte eine feste, in die vierte eine feste, in die fünfte eine feste, in die sechste eine feste und die siebte, da machen wir zwei hinein. Bis hier vorne hin und dann sehen wir uns gleich mit 49 Maschen. Und so sieht es nach der achten Runde aus. Genau, wir haben jetzt insgesamt 48 Maschen. Ich meine, ich hatte eben aus Versehen 49 gesagt, ne? Es sind 48. Genau. In der neunten Runde verdoppeln wir jede achte Masche und somit dürften wir gleich, wenn wir hier wieder angelangt sind, insgesamt 54 Maschen haben. Wir gehen in die erste, machen eine feste, in die zweite eine feste, in die dritte eine feste, die vierte eine feste, die fünfte eine feste, in die sechste eine feste, in die siebte eine feste, in die achte. Da machen wir zwei hinein, das wieder bis hier vorne hin und dann sehen wir uns mit 54 Maschen. Wir haben 54 Maschen, jetzt kommt Runde Nummer 10. In der 10. Runde verdoppeln wir jede 9. Masche und was ich eben ja vorhin meinte, dass ihr eure Arbeit hier so hinlegen könnt. Moment. Und dann könnt ihr prüfen, wie viel ihr noch machen müsst. Je nachdem, wenn ihr eine dünnere Wolle habt und mit einer kleinere Häkelnadelstärke gearbeitet habt, dann ist euer Kreis wahrscheinlich etwas kleiner. Ebenso ist es aber auch andersrum, wenn ihr eine größere, dickere Wolle genommen habt. Genau. Ne? Genau. Ich brauche jetzt wahrscheinlich noch 2 Runden. Und ja, wir gucken gleich nochmal. So, also jetzt kommt Runde Nummer 10. In der 10. Runde wird jede 9. Masche verdoppelt. Und wenn wir hier oben wieder angelangt sind, haben wir gleich insgesamt 60 Maschen. In die erste eine feste, in die zweite eine feste, in die dritte eine feste, die vierte eine feste, die fünfte eine feste, die sechste eine feste, die siebte eine feste, die achte eine feste und die Nummer 9. Da machen wir 2 hinein. Jede 9. wird verdoppelt. Das wieder bis zur Markierung. So, eine Runde mache ich noch. Also wir haben jetzt 60, genau. Markierungsfaden holen wir nach oben. Jetzt kommt die Runde Nummer 11. Und in der 11. Runde verdoppeln wir jede 10. Wir dürfen gleich, wenn wir hier wieder angelangt sind, insgesamt 66 Maschen haben. In die erste eine feste, die zweite eine feste, in die dritte eine feste, in die vierte eine feste, die fünfte eine feste, die sechste eine feste, die siebte eine feste, die achte eine feste, die neunte eine feste und in die 10, da machen wir 2 hinein. So, wieder komplett bis hier vorne hin. So, nun haben wir 66 Maschen. Einmal zeigen, wie das Ganze ausschaut. Also es passt ganz genau. Ne? Also wirklich ganz, 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 ganz genau. So, wir haben 66 Maschen. Bei euch, je nachdem, ne? Vielleicht ein bisschen mehr oder weniger. Wir häkeln jetzt in jede Masche eine feste Masche. Keine Zunahmen, keine Abnahmen, unsere 66 Maschen bleiben bestehen. Das mache ich jetzt und dann erzähle ich euch am Ende, wie viele Runden ich gemacht habe. Ihr könnt aber auch, der Rolle das Hut anziehen und dann seht ihr ja, ob ihr genug habt. Genau. Das mache ich jetzt einmal und dann geht es gleich mit den Ohren weiter.
Schaut mal, nun schaut das Ganze so aus, richtig schön. Also, wir haben ja hier 10 Runden und 20 Runden habe ich hier. Genau. Ne, heißt ja nicht, dass bei euch es genauso sein soll, muss. Je nachdem, welche Wolle ihr genommen habt. Genau, nur mal so. So, jetzt habe ich es hier in Gelb, wie man sieht. So schaut das Ganze aus. Die ist nicht komplett drin, doch auf der Seite schon. So. Dann passt es auch wieder perfekt. So, jetzt wollen wir hier noch Augen und ein kleines Schnabelchen machen. Genau, für die Augen nehme ich schwarz, für den Schnabel nehme ich rosa. Das Ganze nähe ich an. Das heißt, ich brauche eine Wollnähnadel. So schaut das aus. Das geht aber auch recht einfach und schnell. Ich fange mit den Augen an. Ich nehme den Faden doppelt, habe hier unten einen Knoten gemacht und dann gehen wir hier rein. Da müsst ihr für euch entscheiden, wie hoch ihr das haben wollt. Und natürlich könnt ihr es so machen, wie es euch gefällt. Ich zeige euch jetzt hier einfach nur eben, wie ich es mache. Also wirklich ganz easy. Gehe hier so hinein. So, so sehen bei mir jetzt die Augen aus. Ich überlege, ob ich es nochmal doppelt mache. Aber nein, das gefällt mir ganz gut. Dann kann ich es hier innen noch annähen. Und dann geht es jetzt noch mit Rosa weiter. Ich versuche gerade hier die Lücken zu füllen. Ja, es gefällt mir schon ganz gut. Perfekt. Schaut mal, richtig toll. Ja, ich lasse es jetzt auch einfach so. Das ist diesmal ganz simpel gemacht. Wird jetzt hier wieder angenäht und verknotet. Und dann sind wir fertig. So ihr Lieben, und das ist das fertige Ergebnis. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und wir sehen uns ja im nächsten Video wieder. Tschüss!